So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute zeige ich euch, wie man aus diesen Zutaten die alten guten Schokofrufus macht. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. So, und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Wir wollen heute die Schokofrufus machen und dafür brauchen wir als allererst die Zutaten. Das ist alpiner Schokolade. Ihr könnt natürlich auch sämtliche andere Vollmilchschokolade nehmen. Ungefähr 2 Tafeln müssten eigentlich schon reichen, wenn man, je nachdem wie viel man haben will. Dann braucht man natürlich Fruchtquark, bei mir natürlich in der Geschmacksrichtung Himbeer, so wie es auch früher bei diesen Original Schokofrufus war, meiner Meinung nach der beste Geschmack damals. Aber ihr könnt natürlich auch eine Geschmackssorte eurer Wahl nehmen und dann natürlich entweder einen Eiswürfelbehälter oder wie in diesem Fall ist das hier so ein Eierhalter aus dem Kühlschrank. Aber so Eiswürfelbehälter oder es gibt sogar extra Pralinen-Silikon-Herstellungsteile. Könnt ihr einfach auch nehmen, um das Ganze dann im Endeffekt herzustellen. Ja, dann der erste Schritt wäre, dass wir das dann nehmen, entweder den Eiswürfelbehälter oder was auch immer ihr dann da habt, um diese ganzen Pralinen herzustellen und wir tun das ins Eisfach. Genau, und zwar muss das Ganze ins Eisfach, damit es dann, wenn wir die Schokolade reinfüllen, die relativ schnell fest wird. Ja, weil es dann durch die Kälte relativ schnell in den harten Zustand kommt. Genau, dann brauchen wir einen kleinen Topf, tun da etwas Wasser rein, erhitzen das Wasser dann und nehmen dann eine Metallschüssel oder eine andere Schüssel und können dann in diesem Wasserbad die Schokolade schmelzen. Genau, und dafür nehmen wir dann einfach die Tafel, tun dann die Schokolade in einzelne Stücke zerteilen. Ja, wunderbar. So sieht Schokolade aus. Das war auf jeden Fall nötig. Genau, tun die Schokolade dann einfach einzeln da rein. So sieht das Ganze dann aus und es fängt sogar direkt an ein bisschen flüssig zu werden, weil schon eine gewisse Grundhitze da ist. Genau, das Ganze dauert dann ein paar Minuten. Muss da immer wieder mal hingucken, wie der Schmelzvorgang aussieht. Und ab einem gewissen Punkt kann man dann mit dem Löffel das Ganze ein bisschen vermengen, weil indem man dann quasi die heiße Schokolade natürlich auf die noch nicht geschmolzene Schokolade tut, fängt das Ganze an, dann auch in den flüssigen Zustand überzugehen. Aber ich denke, ihr kennt den Vorgang. Ich denke, Schokolade schmelzen ist hieran nicht der schwierigste Vorgang an dem Ganzen. Aber einfach damit ihr es mal gesehen habt, lassen wir es mal abspielen. So, und dann, wenn ihr einfach merkt, so langsam ist es kurz davor, dass es super flüssig ist, holen wir aus dem Eisfach unsere Form raus und stellen die dann schon mal in Handnähe zu der geschmolzenen Schokolade. Das rühren wir um und sehen dann natürlich, wunderbar. So stellen wir uns das vor, so soll es aussehen. Schön flüssig. Sehr lecker übrigens auch. Also Löffel ablecken macht da auch immer sehr viel Spaß. Ja, genau. Und da ist halt darauf zu achten, dass es unten... Aber manchmal hat man auch noch so feste Klümpchen drin. Da muss man wirklich aufpassen und das so lange drauf lassen, bis es wirklich komplett flüssig ist. Genau, dann stellt man das weg. Und füllt die Schokolade in die vorgegebene Form. Ja, nicht komplett voll. Ich habe immer so darauf geachtet, dass es ungefähr halb voll war. Das halte ich so für die richtige Befüllung oder damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn es ungefähr halb voll ist. Und dann kommt jetzt eigentlich einer der wichtigsten Punkte und zwar das Schwenken, so dass am Ende sich die Schokolade quasi komplett außen
in dieser runden Form oder in der viereckigen Form, je nachdem, was ihr für eine Form habt, absetzt. Ja, einfach schön schwenken und da sieht man auch schon, wie es auch schon ein bisschen fest wird, die ganze Schokolade. Und sich halt überall verteilt und das ruhig wirklich eine Minute so durchziehen, dass man es überall mal hinschwenkt, dass wirklich an jede Position die Schokolade hingekommen ist, weil sonst hat man am Ende das Problem, dass dann entweder Schokolade nur einzeln rausbröckelt und die Pralinen dann quasi nicht ganz dicht sind. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass sie am Ende fest verschlossen sind. Und deswegen überall am Rand Schokolade ist. Ja, da sieht man es nochmal ganz gut. Wird da schon so ein bisschen leicht fest. Genau. Und dann müsst ihr das Ganze umdrehen, nachdem ihr so eine Minute gewartet habt. Und dann lasst ihr quasi das abtropfen, das heißt, dass die überflüssige Schokolade da reinläuft. Das lässt man dann auch wirklich erstmal ungefähr eine Minute so stehen, lässt das erstmal so abtropfen. Dass quasi die überflüssige Schokolade wieder in den Topf kommt. Und dann wandert die ganze Form in den Kühlschrank. Das habe ich jetzt leider nicht aufgenommen, wie ich es reingetan habe, aber hier, wie ich es rausgenommen habe. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann sind die auch schon ausgehärtet. Und das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So. Wunderbar. Was dann natürlich zum Tragen kommt, ist der Fruchtquark. In meinem Fall dann Himbeere. Mein Stefan, sehr gute Marke. Schmeckt sehr lecker, also damit schmeckt es mir persönlich am besten. Und dann nehmen wir einfach einen Löffel und füllen den Quark in ja, jedes Förmchen einmal rein. Ich habe jetzt da beim ersten gesehen, dass ein bisschen zu viel war. Also da muss noch Luft sein, weil oben drauf ja wieder Schokolade kommt. Deswegen im ersten war es ein bisschen zu viel, das bessere ich nachher ein bisschen aus. Das klappt übrigens auch besser, wenn man einen zweiten Löffel nimmt. Ja, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Und dann vor allem hier bei den letzten vier, die ich da gemacht habe, das ist ungefähr die richtige Menge. Ich habe dann nochmal ein bisschen ausgebessert. So sollte das dann ungefähr aussehen. Und dann wandert das ganze Gerät wieder ins Gefrierfach, damit quasi der Quark auch gefriert. Das heißt, da müsst ihr auch ungefähr dann eine halbe Stunde warten, bis der Quark gefroren ist oder zumindest angefroren ist, zumindest von außen. Sodass man dann, wenn man die andere Schokolade drüber füllt, weil das wird ja dann die heiße Schokolade sein, dass die dann auch direkt fest wird, beziehungsweise sich dann nicht, weil wenn der Quark ja noch flüssig wäre, dann würde es sich ja mit dem Quark vermischen. Ja, wenn dann ungefähr eine halbe Stunde um ist, könnt ihr ja die abgetropfte Schokolade, die ihr noch in der Schüssel habt, wieder erwärmen und flüssig machen. Wisst ihr ja jetzt, wie das geht, nur einfach nur anstellen, so bis das Ganze flüssig wird. Schöne Aufnahme mit dem Dampf. Nicht schlecht. Löffel schmeckt wunderbar. Kamera bekommt den Dampf ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Wir gehen dann in der Zwischenzeit den gefrorenen Quark bzw. die gefrorenen Pralinen rausholen. Man sieht auch schon, ich habe das Ganze schräg gehalten und das fällt nicht raus. Das Ganze ist also fest, also auch wenn man drauf patscht, packt man nicht in einen flüssigen Quark, sondern das Ganze ist fest, so wie Eis. Und das ist dann die richtige Form. Und jetzt nehmen wir uns quasi die flüssige Schokolade und füllen die mit einem Löffel oben drauf, so dass sich das Ganze quasi schließt und abschließt, weil das ist auch wichtig, dass es mit der anderen Schokolade dann verschmilzt. Weil dann verschließt es auch komplett, weil sonst passiert es ganz gerne, und das habe ich auch in diesem Vorgang gemerkt, dass nur der Deckel abfällt. Dass dann nur quasi die obere Schokolade am Ende rausfällt, wenn wir es rausklopfen, und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ja ein ganzes UFO am Ende haben und nicht nur einen Deckel und dann so einen offenen Quark. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, deswegen drückt das dann auch nochmal so ein bisschen fest, damit das Ganze dann quasi verschlossen ist bei den einzelnen Geschichten. Genau, hier nochmal alles mitnehmen, alles draufpacken und das Ganze dann wahlweise in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach, je nachdem, wie schnell ihr das verzehren wollt.
Und dann natürlich ein bisschen wieder warten. Ich habe es dann nochmal ins Gefrierfach getan, damit es ein bisschen schneller geht. Jetzt sieht das Ganze so aus, wenn es fertig ist. Und dann muss man so ein bisschen an dieser Form wackeln. Das habe ich leider auch nicht aufgenommen, weil das ging ja nicht, weil ich in einer Hand die Kamera halten musste. Und dann sind die so ein bisschen locker. Und dann kann man die quasi einfach entnehmen. Genau, schon ein paar angelockert. Und die sind zum Beispiel der eine da, der hat ja so einen kleinen Spalt, der ist leider nicht so gut gelungen, aber die anderen beiden, die äußeren, waren sehr gut. Die sind geschlossen, komplett und rund und ja, war sehr, sehr lecker. Onken Frufo. Jetzt auch nochmal zu eurer Meinung, was sagt ihr eigentlich zu dem neuen Frufo-Quark? Was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich glaube, die meisten, so wie ich, waren einfach davon nur ja, sehr genervt von der ganzen Entscheidung. Jetzt habe ich das Ganze nochmal durchgeschnitten. Und dann sieht man auch, wie schön das von innen aussieht. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie euch dieses Rezept gefallen hat und wie euch das Video gefallen hat. Schreibt auch die Kritiken gerne rein, auch die negativen, besonders die negativen. Und das Ganze am Rande war wirklich super lecker. Also macht's nach. Ansonsten nochmal bis zur nächsten Folge und ciao.